Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit China und der 100er Karte. Wir stehen kurz vor Tag Nummer 49 und hier geht's gerade wieder richtig los. In Norwegen, in Schweden, die große Schlacht um Tromsø. Das ist jetzt gerade hier das Wichtigste auf der Karte. Denn der Feind nutzt hier eine ganze Menge Goldmark. Die Moral haben wir bereits gesehen, hat sich hier schnell gesteigert und Infrastruktur wurde gebaut, eine ganze Menge Zeug. Jetzt haben sie sich aber auch eine Level 3 Fabrik gegönnt und haben sich damit schnell zwei Eisenbahnen geschützt. Gebaut. Also die Goldnutzung kennt hier keine Grenzen, aber wir können dagegen natürlich vorgehen, denn wir haben einfach die besseren Mittel und sind auch einfach besser und deshalb schießen wir jetzt auf Tromsø drauf und das verliert gerade all die Sachen, die sie so teuer aufgebaut haben. Die Moral sinkt, die Eisenbahn bereits stark angeschlagen, die Festung wird zerstört. Und die Fabriken werden ebenfalls zerstört werden. Das IBG steckt dort jetzt fest. Wir haben zwar auch Verluste, aber soweit lohnen die sich. Und auch von Süden her kommen unsere neuesten Allies dazu. Die Philippinen sind auf dem Weg mit 500.000 Truppen und mit 20 Artis. Das ist eine ganze Menge. Wir feuern gerade mit über 50 Artis auf Tromsø drauf. Das ist eine große Zahl. Sie haben selbst auch knapp 50, haben genau 50 sogar. Also die wirklich großen Arti-Armeen stehen alle hier oben. Sie haben noch die zwei IBGs als Vorteil und die Festung. Aber wir werden jetzt hier nach und nach immer stärker werden und ihre Schiffe können ihnen aktuell nicht helfen, denn die wurden hier stark zurückgeschlagen. Überall gab es hier schwere Verluste, ich kann die gerade nicht mehr sehen leider, die werden nicht mehr angezeigt. Aber die philippinischen Bomber waren hier ultra effizient, gemeinsam mit ihren Negern, 23 Bomber und haben hier eine Menge Schaden angerichtet bei der feindlichen Marine. Die muss sich jetzt hier gänzlich zurückziehen, das heißt wir können uns gerade hier nach vorne bewegen, den Feind angreifen und sie können nur wenig dagegen tun. Es wäre dann doch vielleicht auch gar nicht mal so unschlau, einfach reinzurennen, oder? Ich meine, das können wir doch. Die hauen ja gerade ab. Wenn die weg sind, dann rennen wir da einfach rein. Dann machen wir die einfach im Nahkampf kaputt, ne? Das würde ich mal so vorschlagen. Wenn die ein bisschen weggefahren sind mit ihrem Gewaltmarsch hier, dann laufen wir da in den Nahkampf rein, halten die Artis zurück und dann hauen wir die so kaputt. Dafür haben wir unsere Armee ja auch konzipiert. Wir haben 16.000 Hitpoints, sie haben insgesamt 15.000. Das kriegen wir, denke ich, hin. Die Arti macht da ja viel aus, aber die können wir im Nahkampf bestimmt besiegen. Obwohl, die sind doch ziemlich stark. Die haben jetzt auch 4 schwere Panzer. Wir haben 8, wir haben 6... Leichte, sie haben dafür 8, 17 Panzerwagen, na, die sind doch auch die ganzen Kavallerie, naja, ich vielleicht doch lieber nicht reinrennen, das könnte doch ein bisschen knapp werden. Wir können einfach warten, wir haben es ja gerade nicht eilig und der Kampf hier oben ist ja auch gar nicht so wichtig. Sie haben sie ja quasi jetzt hier all ihre Stärke investiert, um hier zu landen. Sie haben so viel genutzt dafür, um jetzt nur diesen Brückenkopf zu bekommen, der wertlos ist, sie kommen da nicht raus. Wir haben sie da völlig im Blick, sie wussten, also sie mussten doch gewusst haben, dass wir da kommen, dass wir das noch wissen vor allem. Das haben wir alles gesehen, wir waren doch hier vollkommen in der Reichweite, wir haben da immer wieder uns drauf vorbereitet. Ihre Landung war ja keine Überraschung, sie haben sich ja hier in der Sichtweite unserer Aufklärung auch gesammelt. Das war ja alles überhaupt gar nicht dann spontan für uns. Und jetzt stecken sie hier fest und wir derweil planen bereits unsere nächsten Moves. Sie schicken ja weiter Verstärkung, gerade Piratini, die ja schon so wenig haben, schicken alles, was sie haben, darüber. Wir greifen jetzt derzeit wieder hier UK an und tatsächlich sammeln sich die Philippinen und die Mongolei auch, um tatsächlich dort landen zu können. Wir gehen davon aus, dass der Feind einfach da keinen Fokus drauf legt. Das heißt, unsere EBGs bleiben hier, feuern da drauf und auch alliierte Truppen werden dann diesem Kampf beitreten. Wir werden jetzt hier UK attackieren. Wir haben gerade eben noch eine Landung bei der Bretagne verhindert mit den Bombern. Der Feind kann das aktuell nicht mehr abwehren. Ihre Flugzeuge alle hier im Norden, sie können einfach nicht mehr gegen uns vorgehen. Das heißt, ja, wir werden jetzt versuchen, an allen Fronten gegen sie zuzuschlagen, während sie hier oben gerade so beschäftigt sind. Und am wichtigsten wird dabei sein die Invasion ihres Kernlandes, denn wir planen das ja bereits schon seit einer ganzen Zeit. Und die Philippinen haben jetzt hier eine Armee gesammelt. Das sind jetzt hier fast 2 Millionen Truppen demnächst, mit dem, was sie ja dazu kriegen, plus noch die ganzen Schiffe. Eine unfassbar große Invasionsarmee. Und wir sammeln ebenfalls Truppen, zwar noch nicht für die Invasion, aber zumindest sehr bald. Und mit diesen Truppen, die wir dann hier haben werden, werden wir tatsächlich eine eigene Invasionsarmee aufstellen. Wenn man hier 500.000 Truppen und 6 Artis, dazu werden noch schwere Panzer kommen, also perfekt ist es nicht, die sind noch nicht da. Aber wir können zumindest eine ganze Menge Infanterie nutzen, vielleicht noch hier lokal was produzieren. Und dann werden wir unsere eigene Front aufmachen in wahrscheinlich San Francisco, Los Angeles. Dort landen, dort ist der Feind wohl sehr schwach. Und währenddessen wird die Mongolei hier im Norden landen. Der Feind mit seiner großen Flotte ist aktuell nicht imstande, uns hier irgendwie gefährlich zu werden. Sie versuchen mal wieder anzugreifen, aber sie schaffen es einfach nicht, mit ihrer großen Kampfkraft hier irgendwas zu erreichen. Sie können nirgends landen, sie können mit ihrer langsamen Geschwindigkeit niemanden erreichen. Und wir können sie einfach umgehen oder darauf warten, dass wir eben genug Kampfkraft haben, um sie da dann auch im Nahkampf anzugreifen. An sich ist diese Flotte gar nicht mal so scary. Das sind ja eigentlich nur 2 Schlachtschiffe, der Rest ist hier Infanterie. Vielleicht nehme ich einfach mal meine U-Boote zur Hand und wir helfen dabei, diese Flotte zu versenken, oder? Das können wir, obwohl ich sehe gerade hier 20 U-Boote der Philippinen.
Ich glaube, unsere Hilfe ist nicht mehr erforderlich. Das ist, glaube ich, egal. Dann sind wir da nicht mehr so wichtig benötigt. Unsere U-Boote wurden ja versenkt zum größten Teil in der Schlacht um Papua. Neue U-Boote auf dem Weg. Wir könnten da innerhalb von ja, wahrscheinlich ein, zwei Tagen, zwei Tage eher, eine U-Boot-Flotte aufstellen, die das da angreifen könnte. Aber jetzt, da wir da ja schon unsere Allies haben, ist das nicht erforderlich. Unsere eigenen U-Boote machen derzeit ihre Arbeit hier drüben sehr gut im Pazifik und versenken feindliche Speereinheiten. Das heißt, der Weg ist dann frei. Aber das Gute ist ja auch, wir versenken diese feindlichen Speereinheiten überall. Das heißt, sie werden nicht wissen, wo wir landen. Wir versenken spezifisch extra keine Speer in den Locations, die wir genau da eben dann auch angreifen wollen. Wir versenken sie einfach überall. Dadurch haben sie keine Ahnung, wo wir dann landen wollen. Das ist dann sehr viel schlauer als andersrum. Und wir zeigen auch unsere Invasionskräfte noch nicht. Also es kann natürlich sein, dass sie hier überall U-Boote haben. Das ist möglich. Das weiß ich jetzt persönlich nicht, ob sie die haben oder nicht. Aber zumindest fürs Erste gibt es hier keinen Grund für uns, das zu glauben, dass sie hier U-Boote haben. Und somit können wir jetzt hier unsere Truppen gen Wasser schicken und dann hier den Feind mit unserer Landung früher oder später überraschen. Wir bauen ja gerade noch alles hier drüben auf. Die ganzen Provinzen hier haben wir ja relativ gut übernommen. Das heißt, da können wir auch ein paar Ballons vielleicht bauen für unsere Marine, Luftabwehr, Protection. Und dann werden wir hier eine große Armee aufstellen und landen und dann das am besten gleichzeitig machen mit der Mongolei und mit den Philippinen. Dann wird das halt hier richtig krass werden. Auch Jakutien, nicht Jakutien, aber auch Hongxian schickt ja ebenfalls Truppen. Der Tschad hat die große Armeen. Sie werden das niemals abwehren können. Das ist sehr schwer schon so, weil wir einfach viel größer sind als sie. Aber umso schwerer ist es natürlich, wenn du dann noch 5 Allies hast, weil die musst du ja alle koordinieren. Das ist fast unmöglich. Auch von der Infrastruktur her, da fehlt ja bei Piratini vor allem einiges. Und so viele ihrer Truppen sind ja gerade hier oben noch beschäftigt und sie wissen einfach noch nicht, dass wir da kommen. Und jetzt gleich hier in 30 Sekunden wird es nochmal heiß, dann kommt der zweite Tick. Wir werden hier eine Menge natürlich verlieren, auch Artis können wir hier verlieren. Aber es lohnt sich ja an sich, weil sie werden weiter versuchen, Truppen hier zu investieren in diesen Kampf. Und sie werden eine ganze Menge verlieren, ihre ganzen großen Armeen, die es ja so lange aufgebaut haben. Das ist ja wirklich ihr Hauptteil hier. Sie haben ja primär den Bestand an Flotte und an Luftwaffe, den sie noch gehabt haben von früher. Und das sind ja alles Neubauten. Und die werden sie alle verlieren. Haben sie alle teuer aufgebaut und wenn wir Glück haben, versuchen sie die wieder aufzubauen. Aber es kann natürlich sein, dass sie jetzt auch in die Defensive gehen. Aber ich bin froh, solange sie weiter Truppen schicken. Das ist natürlich ganz gut. Wir werden dann sehen, was passiert. Erstmal, der neue Beschuss kam gerade rein. Wir wurden auch getroffen. 30 Verluste. Wir haben gar nicht mal mehr verloren, weil auch jetzt natürlich die Mongolei da Truppen verliert. Und wir haben wieder stark getroffen, ihre Fabriken werden beschädigt, ihre Festung ist jetzt stark angeschlagen, ihre Eisenbahn ist fast weg. Die EBGs nehmen auch leicht Schaden und, hier 50 Verluste bereits bei ihrer Eisenbahngeschützeinheit, die wir ja spezifisch beschießen. Der Rest hat Kollateralschäden, aber auch hier schon ein paar Artis ausgeschaltet, das ist super. Genau das wollen wir hier sehen. Also ja, wir werden hier ihre Eisenbahngeschütze ausschalten, wir werden ihre anderen Truppen ausschalten. Unsere Moral ist besser, wir können den Beschuss länger so aufrechterhalten. Ihre Verluste werden schneller steigen. Wir haben zwar ein bisschen höhere Initialverluste, da sie natürlich eine Festung haben, aber wenn die weg ist, dann haben wir hier freie Hand und können da einfach durchrennen. Ich würde auch gerne noch Kiruna einnehmen. Das können wir machen, sobald die da unten den Angriff gestartet haben in der Stunde. Wenn die dann hier quasi ihren Tick gefeuert haben, dann können wir hier schnell durchrennen. Wir könnten es auch jetzt mit 10.000 Truppen machen. Das ist auch möglich. Wir machen es mal direkt jetzt. Dann können wir das gleich einnehmen. Und dann gehört hier Kiruna uns. Und dann haben wir da auch einen schnelleren Weg bei ihnen rein. Wir könnten auch dann da oben noch Hammerfest einnehmen. Das wäre jetzt auch eine Option. Da schicken wir mal ein. Obwohl das Eisenmaß sollte eigentlich nicht feuern. Wir schicken da mal eine Truppe hin. Dann nehmen wir das schnell ein. Und dann haben wir den Feind hier völlig eingekesselt in ein, zwei Provinzen. Und ja, da werden sie hier ihr Ende finden. Sie werden es wohl nicht schaffen zu evakuieren. Ihre Schiffe hauen ja gerade ab. Das heißt, diese Truppen hier sind hier left for dead. Ich bin überrascht, dass sie es machen. Ich verstehe nicht ganz warum, weil sie ja trotzdem die Bomber noch abwehren könnten, denke ich mal. Also ich verstehe nicht, warum sie jetzt so schnell sich zurückziehen. Aber I guess die philippinische Luftflotte ist einfach stärker als ihre. Mit unseren dann im Gepäck noch dazu. Da können sie wohl einfach sich nicht mehr erwehren. Aber viele Einheiten stehen ja auch AFK drüben rum. Ihre größten Luftflotten stehen ja gerade hier hinten da. Aber das ist eben auch der Nachteil, wenn man hier mit anderen spielt, also in einer großen Koalition. Du kannst eben nicht alles auf einmal machen. Die stehen eben passiv da und haben euch gar nicht gesehen, was da passiert ist vorhin. Das heißt, für sie großes Problem, für uns sehr schön. Wir können sie nämlich jetzt unter Druck setzen. Ihre Schiffe können nicht mithelfen, weil sie sich zurückziehen müssen, sogar mit Gewaltmarsch. Die nehmen jetzt eine Menge Schaden und ihre Truppen hier werden angegriffen. Das war ja eigentlich ihr Plan gewesen, dass das nicht passieren kann, dass sie sich eben in dieser Basis aufbauen können, mit den EBGs unsere Truppen hier weglocken können. Aber jetzt greifen wir an und all dieser Fortschritt, das teure Gold, all das ist jetzt wieder weg. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.